Ich bin Schwarzenegger. Und ich hab voll die Nichtmuskeln. Nichtmuskeln. Ich bestehe nur noch aus Haut und Knochen. Jedes Magermodel ist wahrscheinlich eifersüchtig auf mich, aber ich habe keine Muskeln. Oh. Ja. Ja, komm, ein Skelett hat es geschafft. Wenn sich das viel auf die Waage stellt, hat's ein Fettgehalt von 0%. Okay, könnte ein bisschen ungesund werden von den Kilos her, aber why not? Was tut man nicht alles zum Abnehmen, ne? Oh Mann. Yahoo! Sag mal, haben wir eigentlich noch Leitern? Ach, Kuh, guck mich nicht so an. Ich kann dich nicht schlachten, wenn du mich anguckst. Die guckt dich so an. Nee, wir haben natürlich bitte, keine Leiter mehr. Bitte schlachte mich nicht. Bumpf! Die Fresse. Ich hab dich doch so lieb. Angst, wenn die dich dann so komisch anguckt, so komisch redet dabei. Wir haben schwule Kühe. Wusste schon immer. Wir haben voll die schwulen Kühe hier. Übrigens, weißt du, was interessant ist? Du nicht. Wir haben ein Hühnchen hier. Ich hab's schon gesehen. Die Hühner kriegen aber ein extra Gehege später. Oh nein, komm, also den Luxus können wir den Viechern noch nicht antun. Bitte dich. Was? Dein, was? Bock, bock! Ich bin Luxus! Bock, Luxus, bock! Ja, ich habe ja schon in einem Part von meinem Solo-LP unter Beweis gestellt, dass ich Kujane oder Kuhl sprechen kann. Ja. Mu, 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 mu. Das heißt, halt die Fresse und wir nehmen jetzt auf? Nein, das soll so viel heißen wie ich schlachte dich ganz brutal ab und dann Nachkommen werden nicht mehr existieren. Okay, das klang gerade irgendwie ein bisschen psycho. Ja, aber nur so ein kleines bisschen. Aber ich bin doch ganz lieb. Nord. Musst du den Zuschauern alles verraten? War das ein Geheimnis? Vielleicht. Geführte Aufnahme 10.599. Wir bauen den Berg ab und zwar seit 10.598 Aufnahmen. Oh, du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, wenn wir diesen Scheiß hier nicht abgebaut haben, Alter. Wir haben hier noch genug andere Berge. Also irgendeine... Autsch. Also irgendeine Aufgabe finden... Ah ja. Ich hoffe, den Kickgrund hast du verstanden. Ja, ja, genau. Du mich auch. Ja, was? Warte. Bin übrigens gerade in die Höhle da reingefallen. Nein. K-
könnte ja jetzt fies sein, aber ich habe mir ja geschworen, lieb sein. Übrigens, meine verzauberten Spitzhacken sind alle gleich schon weg. Oh. Vielleicht hättest du anstatt Efi Haltbarkeit drauf werfen sollen. Das ist bei Level 1, 2 rum nicht. Aber mit Effizienz ja, kriegst du die Sachen halt ein bisschen schneller abgebaut. Ich glaube, auf dem kleinen Level lohnt sich Haltbarkeit auch schon. Naja, nice wäre... Stell mal vor, du machst ein Level 30er Verzauberung und da hast du drauf Effizienz 4, Unbreaking 4. Und das am besten ist auf einer Diamant-Axt. Und dann heißt es dok 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 dok. Doing, 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 doing. Ja. Doing, 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 doing. Oh mein Gott, sie jetzt wird lächerlich. Doing, 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 doing. Ich habe übrigens jetzt über ein Stack Fackeln. Ich frag mich zwar, wofür ich die jetzt irgendwie mal brauchen werde, aber... Who cares, würde ich sagen. Who's the tank? Yes, you're right. Who's the tank? What's the name of a tank? No, what's the mage? Warum zur Hölle hast du Setzlinge hier oben gefunden? Nicht hier oben, also ich bin da unten vorbeigegangen, wo du die Bäume abgesamselt hast. Abgefriert? Was? Hallo Bäume, hier ist der Schockfroster und ich friere euch jetzt. Also wenn du Spitz hacken willst unten in der Kiste, haben wir glaube ich noch genug. Wie kommst denn du darauf? Keine Ahnung, da hat wohl jemand Shift gedrückt, während er die Spitzhacken gemacht hat. Kann nicht sein. Das ist ich glaube, wenn wir mit dem Berg fertig sind, sind wir endlich bei Part 100. 30. Wir nehmen am 23. Dezember auf und können dann am 24. den Bart rausnehmen. Happy New Merry Xmas and a Happy New Year. Wir sind fertig. Nächstes Jahr Weihnachten meine ich, ne? So, die zwei nehme ich jetzt einfach mal mit. Oh mein Gott, stell mir vor, wir brauchen echt noch ein Jahr, um ihn im Berg abzutragen. Oh je! Yeah. Das Schlimme und ist, abends. Der wird ja vom Umfang her immer breiter. Und dann, wenn wir abends Minecraft ausmachen nach der Aufnahmesession, liegen wir mit einer weißen Jacke im Bett. Stone, Stone, ich sehe überall Stone. Stone, Stone, ich sehe überall Stone. Gehst du so zum Psychiater? Herr Doktor, ich habe Probleme. Ja, was ist denn Ihr Problem? Ich sehe überall Steine. Wie Steine! Ja, ich habe über ein Jahr was gezockt und jetzt sehe ich nur noch Steine. Was kann man dagegen tun, Herr Doktor? Ja, das weiß ich nicht! Nein! Vorsicht, Creeper! Ich habe dir früh genug Bescheid gesagt. Bin ja weggekommen, hat allerdings nur zwei Blöcke weggehauen. Ja, die Creeper, der Creeper-Schaden lässt seit neuestem echt zu wünschen übrig irgendwie. Das kann aber auch daran liegen, wie wir es eingestellt haben in der Game Difficulty, aber...
soweit ich weiß, haben wir eigentlich auf normal. Glaube ich jedenfalls noch. Ich habe das damals gemacht. Müsste jedenfalls auf normal. Ja gut, du hast es jetzt natürlich auf normal gemacht. Ich weiß noch nicht, ob das... Ich weiß nur halt nicht, ob das standardsgemäß immer eingestellt ist, wenn der Server startet. Komm, jetzt stellen das mal auf Nightmare, also auf Hardcore. Ja, nee. Und wer stirbt, wird gebannt. Das ist ja dann halt leider so. Ja, dann hoffen wir, dass ich zuerst sterbe, weil dann kannst du mich nämlich entbannen und oder du nimmst halt einfach nur so lange auf, bis du auch stirbst. Was ist, wenn ich als Erste sterbe und gebannt werde, dann war es das, oder was? Nö, dann entbanne ich dich einfach. Interessantes Hardcore-Projekt. Ja. Ups. Peace. Da war ein Stein. Da auch. Alter, ich hab ein halbes Herz noch. Mein Schwert hat halt eben Sharpness 3 drauf. Und du hast keine Rüstung an. Weißt du, was ich mir übrigens auch, wo wir gerade eben beim Masuchata waren, auch lustig vorstelle? Keine Ahnung. Stell mal vor, du bist in einem Raum voller Creeper gespawnt und wirst deswegen psychisch krank. Und dann kommt so der Psychiater hin. Legen Sie sich mal ganz ruhig hin. Aha, Creeper! Wieso soll ich mich hinlegen? Sie Spaß! Wir sind überall Creeper! Und dann macht er einfach nur so: Beruhigen Sie sich! Und du springst dann natürlich die halbe Praxis so: Geh weg! Geh weg! Nun kommen Sie schon! Beruhigen Sie sich! Sie tun ja gerade so, als hätten Sie einen Creeper gesehen. Warum sehen Sie gerade aus wie ein Creeper? Warum sprechen Sie überhaupt zu mir? Geh weg, Creeper! Ich bin doch kein Creeper. Kommen Sie mal her, ich möchte ganz schön nah an Sie dran. Warum? Ich hab Sie so gern. Oder stell dir mal vor, das beste Halloween-Kostüm überhaupt. Creeper! Und dann hast du einen, der Hardcore-Minecraft spielt und eine Phobie gegen Creeper hat und du kommst so in die Ecke. Süßes oder Saures? Oh mein Gott, irgendwie sind die Fortschritte schon ein bisschen krank, oder? Irgendwie, ja. Ja, minimal. Aber nur so minimal. Trick or treat! Hübs. Wo hast du eigentlich die Betten hingetan? Die sind jetzt schon auf. Die sind noch auf dem Berg. Ja, wahrscheinlich in deinem Inventar, ne? Nein! Die sind noch auf dem Berg, wo denn? Hier! Da warte, sie. Warte! Da, wo ich jetzt stehe. No. Ich habe die dann nur schon mal auf unsere Ebene gesetzt. Aber eigentlich sollten wir, wenn wir hier auf normal spielen, sollten wir eigentlich uns auch unten Eisentüren hinbauen. Wer denkt dran, Zombies schlagen auf apart. Normal, meine ich schon. Nein, apart gehen die Sachen erst kaputt. Ah, nicht auf normal? Nein. Okay. Er ist apart. Richtig hart. Manchmal sollte ich mir überlegen, oh mein was Gott, ich so das sage. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Sagt unkommentiert, hat es dadurch doch kommentiert und erst recht, weil er gelacht hat. Kapah, jetzt habe ich es dir gegeben, Alter. Oh mein Gott, ja, ich fühle mich so hart gedisst. Du hast mich so hart gedisst. So voll langweilig so gesagt, so richtig hart ge... was war los?
Das habe ich einmal bei meiner Ex-Freundin gemacht. Weißt du, die hat so auch angefangen, irgendwas zu erzählen. Und ich so, ja, lass dich nicht von meiner gelangweilten Monotonstimme ablenken. Ich sollte eventuell Dokumentationssprecher werden. Aber meine monotone Stimme sollte dich nicht davon ablenken und sollte dich nicht davon überzeugen, dass ich eigentlich gar kein Interesse daran habe, welche Schuhe du gestern gekauft hast. Wow. Was, hörst du zu? Nein. Ah, Schatz, was ist das schon? Ich hab deinem Laden das und das und das und das gesehen. Schatz, ich habe das neue Spiel schon. Was? Ach Schatz, ich hab mir jetzt übrigens vor kurzem ein Spiel gekauft. Was ist das? Welches Spiel? Welches Spiel? Was hast du genau gekauft? Ein Spiel mit Schuhen. Arzt? Ja. Ja. Ich habe da diese voll tollen High Heels gesehen. Wollte ich mir eigentlich kaufen? Ja. Schatz, ich habe von dir zu Weihnachten eine PS4 zur Schatz. Was? Aber die Schuhe, die. Ja, so wichtige Themen, da ist man hellwach und bei den Themen, die keinem interessieren, dann. Ne? Weißt du, was ich gerade im Kopf habe? Du, ich kann immer noch nicht in deinen Kopf schauen. Ich stelle mir gerade ernsthaft vor, ob jemand meine Textur oder ein Texture Pack gemacht hat, wo der Creeper High Heels anhat, aussieht wie eine Frau auf dich zukommt und kurz vor der Explosion sagt: Na, süßer. Alter! Ich glaube, ich habe echt eine kranke Fantasie. Wie kommst denn du nur darauf? Mein Gott, nee. Alter, wie oft falle ich eigentlich noch runter? Hallo, mein Süßer. Und du denkst dir noch so, what the fuck? Ja. Oder er schreit was anderes kurz bevor er explodiert, was ich jetzt allerdings hier aufgrund von Jugendmaßnahmen nicht unbedingt sagen möchte. Vielleicht ne, was rauspiepen wäre komisch. Die Rauspiepphase habe ich nicht an mir, obwohl ich den Piepton noch bei mir habe, so ist es nicht. Du kennst doch dieses eine Dragon Ball Video, was ich dir mal gesendet habe, ne? Mann! Jedes Mal das gleiche. Ich falle jedes Mal auf den Boden und klatsche auf. Wie gesagt, du kennst ja noch dieses eine Dragon Ball Video, ne? Was gezeichnet und animiert ist. Okay, eigentlich ist das gerade ein Fail an sich, weil Dragon Ball ist auch gezeichnet und animiert. Also. Fail Das wäre Compilation. genau das gleiche, als ob ich dich jetzt fragen würde: Steven, kennst du noch den roten Apfel an dem Baum? Welchen Nein, ich genau meine. von den 10.000? Genau. Nein, du kennst ja dieses eine Video, was ich meine. Und stell dir mal vor, das wäre wirklich so. Ein Creeper fährt das dann aus und schreit das dann und dann explodiert er. Da ich mich jetzt gerade kaum daran erinnern kann, weil kann ich dir gerade jetzt nicht so ganz folgen. Mein Akku ist fast komplett leer. Ich habe nur, aber wir haben noch 20 Minuten und mein Handy ist, der sagt so, ich habe noch 5% Akku. Oh mein Gott. Dreimal darfst du raten, was wieder mal passiert ist. Ich bin in den Tod gehüpft. Naja, nicht wirklich in den Tod, aber. Ja. Ich sehe immer noch 14 Tode. Tja, bei dir steht auf einmal so irgendwie 19. Ja, ich bin gerade eben verreckt. Gestorben, ich weiß. Ob du irgendwann mal die 20 schaffst? Hit me, baby, one more time. Komm mal bitte. Aber nur, wenn du mich nicht mixt. Ha 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 ha.